Tja, über diesen Pakt, da wollen wir gleich reden, aber erst einmal hören wir eine Reihe von Politikern, die heute diesen Weg für den Digitalpakt freigemacht haben. Mit dem einem Vorsitzenden des Vermittlungsausschusses, mit Hermann Gröhe, beginnen wir. Es ist gelungen, die Grundlage dafür zu legen, dass das, was wir wollen, nämlich eine intensivere Zusammenarbeit, gerade im Bereich der Bildung, Stichwort auch Digitalisierung im Bereich der Bildungspolitik, möglich wird. Und dabei zwei Dinge, auf die im Vermittlungsverfahren besonders Wert gelegt wurde, deutlich unterstrichen werden. Erstens, dass selbstverständlich die uneingeschränkte politische Entscheidungskompetenz im Bereich der Bildungspolitik bei den Ländern außer Frage steht. Und gleichzeitig, dass in dem Maße, in dem eine Zusammenarbeit stattfindet und eine Förderung der Arbeit etwa der kommunalen Bildungsinfrastruktur, das Anliegen des Bundes, dass dies wirklich zusätzliche Mittel mobilisiert und diese über einen Bericht oder anlassbezogene Aktenvorlagen auch nachprüfbar genau diesem Zweck zugute kommen, erreicht wurden. Eine Grundgesetzänderung heißt Zweidrittelmehrheit im Bundesrat, aber auch im Bundestag. Das heißt, Regierung und Opposition müssen hier zueinander finden. Das ist gelungen. Und es wird ja gelegentlich gefragt, wer ist Gewinner, wer ist Verlierer. Hier kann man ganz klar sagen, es gibt keine Verlierer, es gibt Gewinner, und zwar die Menschen in unserem Land, die wollen, dass wir mehr in Bildung investieren und mehr auch in den sozialen Wohnungsbau. Mein kleines Bundesland finanziert in diesem Jahr Bildungsausgaben von 1,6 Milliarden Euro. Im kommenden Jahr 1,9 Milliarden. Wir steigern alleine den Bildungsetat um 300 Millionen. Der Digitalpakt wird mit 27 Millionen uns helfen. Aber im Verhältnis zu den 300 Millionen, die wir allein in diesem Jahr zum nächsten Jahr mit dazulegen, wird deutlich, wohin wir eigentlich müssen. Und das muss die Zielstellung sein. Alle 16 Länder müssen noch viel mehr investieren in Bildung, und die Digitalisierung unseres Landes muss viel intensiver vorangetrieben werden. Deswegen ist der Digitalpakt eine Hilfe. Aber alleine wird es nicht ausreichend sein, sondern wir müssen den Schwung, den wir jetzt erreicht haben, zwischen den 16 Ländern auch noch nutzen, gemeinsam mit der Bundesregierung und dem Bundestag noch viel mehr Energie hineinzugeben. Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler warten darauf, dass wir in Bildung mehr investieren. Und hier haben wir durch diese Einigung im Vermittlungsausschuss, die selbstverständlich ein Kompromiss ist, denn das ist das Wesen einer Vermittlung und der Anrufung eines Vermittlungsausschusses, haben wir ermöglicht, dass der Bund Länder unterstützt im Bereich der dringenden Bildungsinvestitionen. Und das heißt für uns, es ist möglich in Kabel und Beton, aber es ist auch möglich, in Personal zu investieren. Und ich bin froh, dass wir uns auf dieser Grundlage sozusagen die Tür für Kooperation, der Schritt ist gemacht, auf einen modernen Bildungsföderalismus hin. Und deshalb war für uns auch klar, wir können dieses Ergebnis tragen. Es ist deutlich geworden in politisch nervösen und unruhigen Zeiten, dass die verantwortungsbewussten Parteien gemeinsam zusammenwirken können und in der Lage sind, offensichtliche Probleme zu lösen. Die Bürgerinnen und Bürger wünschen sich eine andere Kultur der Kooperation zwischen Bund und Ländern. Und trotz der unterschiedlichen Ausgangslagen der handelnden Parteien und staatlichen Institutionen ist es möglich geworden, einen gemeinsamen Kompromiss zu finden. Über die Sachfrage Grundgesetzänderung hinaus ist das Anlass zum Optimismus in eben diesen politisch unruhigen Zeiten mit einer in Bewegung geratenen politischen Landschaft.